Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich einen Folienballon mit Helium füllen und somit natürlich auch die Heliumballons richtig mit Gas aufblasen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der Hersteller der Gasflasche gibt normalerweise auf der Rückseite immer an, für wie viele Heliumballons jetzt die Gasflasche ungefähr reichen sollte. Das kommt natürlich immer auf die Größe darauf an und natürlich auch, wie lange diese normalerweise ungefähr in der Luft schweben sollten. Ich habe meine Gasflasche schon einmal ausgepackt und zuerst einmal müssen wir diese schwarze Schutzkappe von unserem Gewinde runterbringen, normalerweise einfach ziehen, falls es dann doch etwas schwerer geht, können wir natürlich auch eine Zange zur Hilfe nehmen und danach geht es einfach darum, dass wir diesen schwarzen Adapter mal im Uhrzeigersinn auf das Gewinde aufschrauben und hier sollte normalerweise auch handfest vollkommen ausreichen. Im nächsten Schritt können wir hier oben schon das Ventil einmal ganz gegen den Uhrzeigersinn öffnen, da sollte dann normalerweise auch noch kein Helium ausströmen, da nämlich unser schwarzer Adapter ähnlich wie ein Ventil jetzt im Moment geschlossen ist und sobald ich aber diesen Adapter jetzt in irgendeine Richtung etwas stärker knicke, dann strömt das Helium auch schon automatisch aus unserer Flasche in den Luftballon hinein. Nun sollten wir bei unserem Folienballon aber erst einmal diese entsprechende Lasche bzw. Öffnung finden. Bei mir ist das Ganze auch noch rot gekennzeichnet und da können wir jetzt normalerweise auch mit dem Adapter nämlich ganz einfach in diese Öffnung hineingehen. Schauen, dass der Folienballon schon etwas weiter drauf sitzt und dann, wie gesagt, einfach einmal das Ganze hier hinten etwas festhalten und den schwarzen Adapter in eine bestimmte Richtung knicken. Und dann sollte nämlich auch schon automatisch das Helium in den Folienballon einströmen. Wenn wir unsere gewünschte Größe erreicht haben, den Adapter einfach mal wieder loslassen und wir können auch den Folienballon ganz einfach abziehen. Hier müssen wir normalerweise nichts verschließen, da das Ganze sich von alleine verschließt. Wenn wir übrigens mehrere Folienballons auf einmal mit Helium befüllen, kann es einfach nach einigen Ballons der Fall sein, dass unsere Gasflasche sehr kalt wird, ähnlich wie eine Deodose, bei der einfach das Gas hier innen drin dekomprimiert wird. Das bedeutet, es kann sein, dass das Helium jetzt nicht mehr optimal in diese Folienballons reinkommt und dann sollten wir einfach mal unsere Flasche etwas stehen lassen, das wieder Raumtemperatur annimmt und danach die restlichen Ballons auffüllen. Und somit haben wir jetzt auch schon so einen Folienballon richtig mit Helium befüllt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Folienballons, egal ob Buchstaben, Zahlen oder natürlich auch Tiere und auch so eine Helium-Gasflasche zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.